Das große GTA 5 Ramba Zamba geht aufs große Finale zu und jetzt seid ihr dran. Wir machen nämlich jetzt eine kleine Feedback-Runde und beantworten eure Fragen und Kommentare, die ihr uns auf gamepro.de, YouTube und Facebook gestellt habt. Ich werde sie stellvertretend für euch stellen an Kai, der das Spiel getestet hat und die letzten Tage mehr noch in Los Santos verbracht hat als je zuvor, um die ganzen Antworten herauszufinden. Ja, hallo Kai. Hallo. Wir fangen gleich mal an. Der erste ist ein User namens Altair, der fragt im GamePro-Forum, was ist eigentlich mit der angeblich zerstörbaren Umwelt? Die ist mal in einem Video aufgetaucht. Ich kann mich auch an dieses Video erinnern, dass da mal so ein Geldtransporter in so eine Wand reinfuhr. Ja, richtig. Das war bei einem der Raubzüge. Da rammt man einen Geldtransporter mit einem Abschleppwagen und der wird dann in so eine Mauer gedrückt. Mhm. Und das ist aber eine Zwischensequenz. Okay, also ist dann im eigentlichen Spiel nicht so. Naja, ich meine, Zäune und sowas und Hydranten und weiß der Geier was, solche Sachen kann man umfahren oder sonst wie beseitigen, aber jetzt so ganze Mauern und Häuser, das geht nicht. Das heißt, Battlefield-Fans dürfen immer noch sowas sagen wie, das geht nur in Battlefield. Exakt. Gut, dann finde ich nochmal. So, außerdem will er wissen, und könnte es sein, dass die in den Trailern gezeigten Szenen vielleicht auf dem PC Next-Gen-Konsolen aufgenommen wurden? So geheimnisvoll wie Rockstar sich in den letzten Wochen aufgeführt hat, würde ich es ihnen zutrauen, dass die Xbox One oder PS4-Version schon fertig ist? Naja, Rockstar sagt nein. Tatsache ist aber, dass die Videos, die Trailer und auch die Screenshots, die im Vorfeld geliefert wurden, die hatten eine höhere Auflösung, als das Spiel letztendlich hat. Also auf Entwicklungshardware aufgenommen. Das ist aber sowieso, also es haben ja viele User gefragt, ob denn eine PC-Version oder eine Next-Gen-Version kommt. Bei der PC-Version weiß man es nicht. Also bei GTA 4 gab es ja dann eine PC-Version später. Bei Red Dead dachten auch alle, ja, da kommt eine. Ja, well, it didn't. Aber die kommt doch noch, oder? Naja. Bestimmt. Ja, wir sind gespannt, ob es bei GTA 4 jetzt anders ist und auch, ob da eine Next-Gen-Version kommt. Es gibt ja Gerüchte, gibt es ja genug, aber halt offizielles, wie du schon gesagt hast, ist leider nichts. Ja, wie gesagt, das muss Entwicklungshardware gewesen sein. Das sieht man ja auch bei anderen Spielen. Nicht nur bei PC-Spielen, bei Konsolenspielen, dass Trailer und so in höherer Auflösung laufen, ganz einfach, ja. Dass es schöner aussieht. So, der nächste Kommentar kommt vom User Gangster mit 2x in der Mitte. Wie genau sieht das Fahndungssystem aus? Gibt es wirklich nur noch maximal 5 Sterne? Wird man also nicht mal mehr vom Militär verfolgt? Ja, also es gibt 5 Sterne. Ich habe es während des Tests nicht geschafft, 5 Sterne auszufüllen, weil ich vorher immer tot war. Ich habe vorhin mal gecheatet, habe mir die 5 Sterne ergaunert. Panzer sind keine gekommen. Ja. Aber es kamen diese coolen Vans, wo hinten auf dem Trittbrett Typen drauf standen mit MG. Ist ja immerhin etwas. Ja. Dann kann man unendlich viel Munition herumtragen oder gibt es wieder ein restriktives Limit wie bei GTA 4? Das klingt auch nach einer Frage, die man mit Cheats beantworten kann. Nein, ich habe es tatsächlich ganz legal ausprobiert im Ammunition. Mhm. Habe einfach mal Pistolenkugeln gekauft und gekauft und gekauft und gekauft und gekauft. Bei 5.500 habe ich, glaube ich, aufgehört. Also okay, da kann man eine Menge mit rumschießen. Ja, gut. Also das ist kein Limit, sondern da habe ich aufgehört. Weil das ist dein Limit. Ja, irgendwann ist doch mal gut. Dann hat er noch eine dritte Frage. Wenn man ein beliebiges Auto von der Straße klaut, muss man dann zuerst das Kennzeichen einer Werkstatt wechseln, damit man nicht automatisch einen Fahndungsstern bekommt? Nö. Das war einfach. Die nächste Frage kann man genauso schnell beantworten. Gibt es eine Kettensäge? Weiß ich nicht. Okay, also die ist Ihnen nicht untergekommen. Die ist mir nicht untergekommen, aber es gibt im Ammunition so eine ganze Wand, die ist leer. Mhm. Die ist wahrscheinlich für runterladbare Inhalte reserviert. Also bei den normalen Waffen an der anderen Wand, da sind so Schatten, zum Beispiel von der Minigun, vom Flammenwerfer und so, die man noch nicht freigeschaltet hat. Ja. Die sieht man zumindest. Da ist keine Kettensäge dabei, aber wie gesagt, da ist eine ganze leere Wand. Also könnte noch kommen. Und GTA Online ist ja auch noch nicht gestartet. Vielleicht ist es ja dann auch da drin. Wer weiß. So, dann haben wir eine andere Frage vom User Karl Spartakus, der möchte wissen, das ist eine Riesenfrage, könntet ihr bitte einen Vergleich zu San Andreas ziehen? Ist die Stadt komplett übernommen worden? Das ist schon die nächste Frage. Also ist die Stadt komplett übernommen worden? Nein, die wurde neu designt. Also
Es gibt natürlich dieselben Spots wie im San Andreas, zum Beispiel die Grove Street, dieser Kreis am Ende, wo CJ gewohnt hat. Das ist drin zum Beispiel. Und natürlich so die generellen Straßenzüge und die Landmarks, also der Pier und weiß der Geier was, das Winewood-Logo, das ist natürlich alles drin. Aber ist das dann auch so, dass das die gleiche Stadt ist oder ist das nur, sieht das nur optisch ähnlich aus? Also gibt es in GTA 5 auch irgendwie Rückbezüge auf Sachen, die in San Andreas passiert sind? Weißt du das? Ist dir da was untergekommen? San Andreas ist so ein bisschen länger her jetzt. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Aber wie gesagt, die Grove Street ist drin und sieht auch genauso aus. Ja. Dann hat er eine zweite Frage. Wurden auch generell physische Verbesserungen beim Motorradfahren getätigt und kann man diese auch pimpen? Also das Motorradfahren ist eine ziemlich hakelige Angelegenheit. Mhm. Das muss man erstmal rauskriegen. Also die Fahrphysik ist ein bisschen speziell, würde ich jetzt mal sagen. Da gab es ja im Forum hin und her. Die Blattphysik ist auch eine spezielle. Dann ging es im Forum hin und her, weil einige freuen sich ja, dass das in GTA 5 wieder ein bisschen leichter ist, die Autos zu fahren, weil das in GTA 4 im Verhältnis sehr schwammig war. Also das ist beim Motorradfahren dann wahrscheinlich das Gleiche. Ja, also im vierten Teil waren die Autos, die sind ja eher so auf der Straße geschwommen, anstatt gefahren. Und die Motorräder im fünften Teil, die sind extrem empfindlich auf Lenkungseinschlag. Okay. Also da kann man schnell gegen die Wand fahren, ohne es zu wollen. Der zweite Teil der Frage ist, kann man diese auch pimpen? Ja, man kann ganz normal wie mit einem Auto bei LS Customs reinfahren und das Ding dann aufmotzen. Und die kann man dann auch in der Garage abspeichern, oder? Die gepimpten Autos, das sind die dann einmal... Ja, natürlich. Okay, cool. Gut, dann haben wir eine Frage von Harrison Hager oder Harrison 1 Hager. Kann man, wenn man gegen eine Wand fährt, aus dem Auto fliegen, also wie bei GTA 4? Das ist eine sehr spezielle, aber sehr wichtige Frage. Ja, sehr, sehr wichtig. Beim ersten illegalen Straßenrennen ist mir das passiert. Ich bin mit Franklin halt gegen so einen Pfosten gefahren und er ist aus der Scheibe rausgeflogen und war tot. Ah. Also es geht. Top. Dann haben wir einen Kommentar von Gellert KC mit zwei E am Ende oder Gellert. Casey, ich weiß es nicht, Galert, keine Ahnung. Funktioniert der Verkehrsfluss besser? Bei GTA 4 war es ja so, dass die Autos einen hinten drauf gefahren oder gedrängelt haben, wenn man an einer roten Ampel steht. Also mir ist nur aufgefallen, als wir neulich diesen Taxifahrer haben fahren lassen, bei dem Überblicksvideo, dass der ganz schön scheiß zusammengefahren ist. Ja, weil ich habe auf X gedrückt und wollte, dass er die Fahrt beschleunigt. Ah, okay. Also und allgemein? Aber generell... Ja, sind die Leute doch ziemlich diszipliniert auf der Straße. Der Einzige, der aus der Reihe fällt, das bin ich dann immer. Und wie in echt mal ganz halt ehrlich, auch. Wer wartet denn an der roten Ampel bei GTA? Es gibt bestimmt so eine Clique von Roleplayern, die halt die verkehrstreuen GTA-Spieler sind. So, dann möchte der User MasterChief1978 hat einen längeren Kommentar, der anfängt folgendermaßen. Auch toll finde ich, dass man sich eine App für Smartphone oder Tablet laden kann, um dann da den Hund zu trainieren oder an Autos basteln und sogar die Nummernschilder komplett anpassen zu können. Blöd nur, dass einem die App bisher nur als Apple-Jünger zur Verfügung steht. Was soll denn sowas? Was soll denn sowas, Kai? Was soll das? Ich weiß nicht, was es soll. Ich habe Rockstar gefragt, ob sie einen vagen Termin sagen können für die Android-App. Nö. Also der letzte Stand war immer noch, kommt irgendwann auf jeden Fall. Genau. Soll auf der Windows Phone, soweit ich weiß, auch noch kommen. Ja, und sogar für die PS Vita. Ja. Aber Termine wissen wir noch nicht. Nein, wissen wir nicht. Abgesehen davon ist es auch egal, weil man kann sich nur mit Glück einloggen. Oh. Also da gibt es noch massive Probleme. Das ist wahrscheinlich bei Apple aber doch spielt das zusammen, weil dort auch gerade dieser iOS 7 Release ist, der sowieso alles kaputt macht. Das kann sein, ja. Okay. Aber man Tatsache ist halt, man braucht 50 Versuche, um sich da einzuloggen und dann ist es extrem instabil. Und die Android-Leute werden um dieses Glücksspiel beschissen. Das ist ja die Hölle. Ja, das war's soweit mit den Fragen aus der Community. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann stellt sie in die Kommentare. Wir versuchen noch ein paar dazu zu beantworten.
Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gibt natürlich hier im Kanal noch eine Menge anderer GTA-Videos. Könnt ihr euch noch anschauen und wir sehen uns dann demnächst hier auf gamepro.de im YouTube-Kanal oder sonst wo ihr dieses Video gerade schaut. Ciao!